Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13 mit mir, dem Shartox. Ja, wir sind immer noch dabei, hier diese schönen, tollen, ganzen Missionen zu machen. Allerdings weiß ich gerade gar nicht, zu welcher Seath-Statue ich hin muss, um die 6. Mission zu starten. Laut meinen Informationen muss ich zu der Ruinenstadt Padra. Nur ist die Frage, wo ist diese Ruinenstadt? Tja, gute Frage, nächste Frage. So, dann muss ich nochmal anmerken, falls ihr irgendwas im Hintergrund bei mir hört, sag ich mal, was sich ein bisschen anhört wie... Dann ist das mal wieder mein Nachbar, der nichts Besseres zu tun hat, als in aller Früh immer seine Musik anzuhaben. Ja, ich weiß auch nicht, was mit dem ist. Irgendwie, glaube ich, schläft er nicht. Ich glaube, der ist dauerhaft auf Koks oder sowas. Denn es ist egal, wann... Ja, okay, meistens ist es mittags etwas ruhiger, aber auch nicht immer, ja. Aber generell so nachts und morgens, ja, da geht die Post immer ab, ja. Der dröhnt seine Bassbox, sein Subwoofer, keine Ahnung, durch die ganzen Wände hindurch und ja, das ist halt ein bisschen weniger irgendwie cool. Ich meine, zum Schlafen, ich bin ein Mensch, ich kann eigentlich relativ, ja, gut, sage ich mal, schlafen bei sowas. Also ich bin da nicht so anfällig, aber wenn es dann doch ums Aufnehmen geht, dann bin ich dann doch etwas empfindlicher. So, dich habe ich schon mal angeklickt, oder? So, das war mit dir, ne? Mission abgeschlossen, du warst hier bei 5. So, ich hoffe mal, dass die Ruinen von Padra dann auch tatsächlich irgendwo hier in der Nähe sein werden. So, ich müsste jetzt hier also eher so nach links gehen. Vielleicht, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wo diese Ruinen tatsächlich sind. So, diese Mannequins, die ignorieren wir jetzt einfach mal. So, ich hoffe einfach, dass das richtig ist. Oh Mann, hier sind ja mehrere von den Teilen hier. So, lasst mich mal bitte in Ruhe, oh mein Gott. Die sliden hier so, na, durch die Gegend. Und zwar in solchen Movements, dass ich sie leider überhaupt nicht gut ausweichen kann. Ja, die Munchkins. Aber falls ich hier falsch bin, ja, dann werdet ihr gleich das sehen, indem ich das einfach mal eiskalt alles wegkatte. Aber da wir jetzt gerade oder gleich in Terrain kommen, sage ich mal, das wir zusammen noch nie gesehen haben oder erforscht haben, live, ja, werdet euch das erstmal wirklich tatsächlich zeigen. So. Bin ich mal total gespannt, ob das wirklich tatsächlich die richtige Richtung ist. Wenn nicht, ja, dann habe ich ein kleines Problem. Dann weiß ich nämlich auch nicht. Dann muss ich halt den anderen Weg gehen, der hier irgendwo auch offen war. Ja, wenn ich jetzt noch sehen würde, wo das war. Leider kein Plan, kein Schimmer. Aber irgendwie kommt mir das so vor, als wäre ich hier schon mal lang gelaufen. Als wäre dieser Ort hier für mich nicht neu. Aber ich kann es auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Sorry. Hybrinator. Da irgendwie will ich gar nicht gegen diese Teile kämpfen, aber jetzt bin ich schon dabei. Machen wir sie halt eben platt. So, was mir persönlich jetzt, wie ich es schon mal in den vorherigen Parts irgendwie bemängeln konnte, wollte, habe. Ach, ich wünschte, hier gäbe es auch, wie bei den Remasters, halt diese Funktion, das Spiel zu verschnellern. Naja, so ein Luxus bin ich jetzt mittlerweile einfach gewohnt. So, und das würde ich mal ganz gerne immer in Kauf nehmen bei solchen Random Battles, die man einfach ja, gerne skippen möchte. So, weil ich möchte eigentlich ungern meine Parts mit solchen Random Battles füllen. Besser, man behält die Schatten im Auge. What? Wo, okay, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht, aber... Links, rechts ist die Frage. Ich glaube, links ist richtig. Wir gehen rechts. Ey, das kann nicht sein. Das kann gar nicht sein. Ey, ich will Kampf neu beginnen. Ich will überhaupt nicht gegen die kämpfen. Die sollen jetzt mal kurz die Füße stillhalten, ja? So, ich probiere einfach mal genau die gleiche Ecke nochmal. Und sehe da. Funktioniert super. So, okay, hier sind wieder diese komischen Munchkins und Pflänzchen. Aber die Pflänzchen, die erwecken nicht zum Leben. Wir erwachen nicht zum Leben. Oh, hey, guck mal da, ein Schatz. So, den will ich natürlich haben. Den lasse ich mir nicht entgehen.
So, deswegen wäre eigentlich sowas wie Rundumschlag ganz nice. Allerdings sind wir jetzt gerade im Verheerer-Modus. Da gibt es ja halt nicht sowas wie Rundumschlag. Aber okay. Geht sowieso schnell genug, würde ich sagen. Zusammentrommeln. Wie respawnt er dann wieder welche? Rangda? Rangda hieß der Gegner. Spezieller Name, finde ich. So, Mithril-Reif haben wir bekommen. So, da sind wir eigentlich schon längst rausgewachsen. Sowas brauchen wir nicht. Aber das wundert euch sicherlich auch gar nicht. So. Was ist hier los? So, ein paar Munchkins. So, die skaten hier mal ein bisschen durch die Gegend. So, jetzt ist die Frage. Gut, also. Ich würde sagen, den anderen, es ist egal, welchen Weg wir gewählt hätten. Wir würden sowieso jetzt hier rauskommen. So, hoffentlich ist hier diese Ruine. Huch, guck mal da, ein neuer Gegner. So, gegen den können wir mal kämpfen. Gucken, was der drauf hat. Da, Munch Diva. Ah, das ist bestimmt so ein Ding, was wieder Munchkin spawnt. Wenn wir die kaputt machen. Goblitamin. Und die buffen die auch. Ja, warte mal. Ich glaube, so einen ähnlichen Encounter hatten wir schon mal. Mit solchen Robo-Viechern. Ach, die verwandeln sich dann auch in solche Teile? In eine Munchkin-Diva? Ja, doch. Habe ich jetzt gerade richtig gesehen, oder? Krass. Gott sei Dank sind wir stark genug, um auf diese Gegner einfach wegzufegen. Und weiter geht's mit Fahrstuhlmusik. Alter Falter. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht mir direkt nach Ruin aus. Und wow, dieser Anblick schon allein wieder, der ist einfach delicious. Why? Eieiei. Sieht schön aus. Ja, sieht schön aus. Na, mehr kann ich dazu nicht sagen. So, was ist mit dem hier? So, Heimkehr. Zum ersten Mal bin ich froh über meine neuen Kräfte als sie. Wie sonst sollte ich die verruchte Munchkin-Diva in der Padra-Schlucht des Yashas-Massivs besiegen können? Wie sonst könnte ich meine geliebte Heimat von dieser Heimsuchung erlösen? Die Erfüllung meiner Bestimmung bedeutet die Rettung meiner Bestimmung. Meine allerliebsten Freunde und Verwandten, denen ich einst den Rücken kehrte, möge man mich den Kristall auf dem Marktplatz aufstellen, der niemals wieder nicht mehr fortgehen. So, cool. Mich wundert das jetzt gerade ein bisschen, da die Munchkin-Diva ein Gegner war, den wir hier hinten besiegt haben. Wir sollen tatsächlich die Munchkin-Diva kaputt machen? Missionsziel Munchkin-Diva. Da muss ich ja wieder zurücklaufen. Hä? Also ich denke mal, die sind jetzt auch schon wieder respawned. Echt jetzt? Das hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet, dass man nochmal gegen die hier kämpfen muss. So, ist aber auch gar nicht als irgendwie Sternchen markiert. So, ist sogar ein Präventivschlag. Hä, ist das jetzt irgendwie... Bin ich verwirrt. Ist jetzt danach die Mission abgeschlossen? Kann doch gar nicht sein. Ich glaube das irgendwie nicht. Ich glaub's irgendwie gerade nicht. So, haben wir besiegt. Und? Nö. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen verwirrt. Moment, Missionsliste, Heimkehr. So, Ort. So, Ziel ist Munchkin-Diva. Ort, Yashas Massiv, Padra-Schlucht. Komisch. Irgendwie, meine ich, hatte ich was anderes gelesen. Wartet mal. Ich habe ja auch das Internet hier parat. Ich guck mal eben. Nö. Scheint tatsächlich wirklich da zu sein, wo wir jetzt gerade hinlaufen. Hm. Ja, gut, okay, alles klar. Ich hoffe, da seid ihr mir nicht böse drum, ne? Dass ich hier zwischendurch dann mal auf mein Phone gucke, wenn ich mal nicht weiter weiß, wenn ich mal gar keine Ahnung habe. Na, dann erspare ich mir dieses ganze Rumgesuche. Dass wir jetzt wieder Ewigkeiten zurücklaufen müssen, das ist ja auch schon wieder echt die Härte, oder? Oh Gott. Da werde ich jetzt irgendwo reinlaufen. Oder? Oho! Wir sind dran vorbeigelaufen.
Jesus, Christus, Maria, Abraham und Lincoln. Da vorne muss ich hin? Alter, das ist ja... Hä? Nein. Hä? Das Ding ist hier hinten, Missionsziel. Wieso laufe ich dann nach da? Hey, what the hell? Wieso zeigt mir der Pfeil dann an, ich soll nach da hinten watscheln? Hä, irgendwie ist das total komisch in dem Game. Hä, warte mal, das ist jetzt aber was. Hä? Egal. Ich fühle mich gerade ein bisschen getrollt. Und zwar übelst. So, dann hatte mir ein Zuschauer noch geschrieben im letzten Part, ich sollte mich mal über das Doppler-Ei informieren. So, das habe ich nicht getan. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Und ich weiß auch nicht, wo ich das finden kann. Da ja, hab Nachsicht. Ich guck's mir mal eventuell an. Ich denke mir irgendwie, das wird mir irgendwie schon automatisch irgendwie um den sag ich mal, entgegenkommen. Auf den Weg laufen. Warte mal, mein Deutsch ist gerade wieder total broken. Wird mir wieder über den Weg laufen, das wollte ich sagen. Hoffentlich zumindest. So, jetzt hatte ich vorhin schon einen Munchkin-Diva im Encounter. So, wieso zählt jetzt irgendwie nur speziell dieser hier? Das ist doch total kappes. Das ist doch mega kappes. Mission erfüllt, wir bekommen einen Donner-Keilring. Klasse. So, neue Daten. Dies, das, jenes. So, wo kriegen wir jetzt die nächste Mission? Das ist die Frage, ne? Position der nächsten ist, glaube ich, immer noch... wie ich schon vorhin mal gesehen habe, Ruinstadt Padra. Ist okay. So, warum zeigt... Wieso zeigt er mir immer diese Sachen hier an? Zielort. Ich finde das ätzend, dass mir das immer so schwammig angezeigt wird. Hey, ich will hier gar nicht runter. So, wieder hoch hier. Na, jetzt, die triggern mich. Die triggern mich! Diese blöden Döven hier, ja, du. Das finde ich mal gar nicht gut. Das finde ich mal ja nicht gut, ja, Leute. Eat things! Eat things? Ich glaube, Feng will, dass die Dinger essen. Dinger essen. Ja, gut. Die Musik ist hier wirklich prächtig, also wer sich ein bisschen erholen will beim Zocken, also dem ist damit auf jeden Fall geholfen, hier einfach mal in diesem Yashas Massiv hier rumzurennen. Also es sieht einmal sehr, sehr entspannt aus, dann ist die Musik nochmal zehnfach entspannt und ja, cool, cool, cool. So, das Ding hier, hat das endlich schon wieder eine Mission für mich? Ey, das ist immer noch eine Mission für mich, kann das sein? Oder ist es die gleiche? Teleportieren. Ja, heilige Scheiße, das Ding kann mich teleportieren. Das ist ja mal krass. Okay, alles klar. Dann werde ich jetzt erstmal hier ein bisschen weiter rumlaufen. Und gucken, vielleicht finde ich ja hier jetzt einen Thief. So, mein Ort ist jetzt auch tatsächlich... Wo sehe ich jetzt mein Ort? Karte. Ruinstadt Padra. So, da oben ist die Thief-Statue, sehe ich jetzt schon. Das ist gut. So, die Gegner hier wollen mich auch wirklich bekämpfen. Okay, habe ich nichts gegen, denn wir haben gegen sie ja auch noch nicht gekämpft. So, und ich habe gar nicht erwartet, dass wir in FF13 wirklich teilweise Orte, Bereiche finden im Prinzip, wo man hin kann, na, oder die man sehen kann. Ohne dass man, sage ich mal, dem roten Faden des Spiels folgt, also der Storyline. Finde ich ganz cool, dass es hier auch noch so solche optionalen Gegenden gibt. Und die Frage ist auch, wie viel und wie groß diese Ebenen sind. Das werden wir jetzt natürlich auch zusammen ergründen. So. Wir haben einen Brocken Rosenspat bekommen. Weil auch immer das sein mag. Ich weiß es nicht. So, ist diese Ruinstadt, die erinnert mich ein bisschen an diese andere Ruinstadt, wo wir eins waren. Da gab es auch diesen einen komischen Birdie zu bekämpfen. Oh
Aber diese Gegner an sich hier sind schon luschig, ne? Alter, richtig luschig. Die sind so schnell platt. Ey, welches Level sind die denn? Stufe 3. Ja gut, ich meine, in FF13 sagt das ja irgendwie nicht ganz so viel irgendwie aus, oder? Aber diese Gegend hier, also die Kampfarenen, die sind hier eigentlich ganz gut, eigentlich detailliert, finde ich. Also relativ. Sieht gar nicht so schlecht aus hier. So, dann Seed-Statue. So, die Sima auf den Falsi verflucht und voller Hass auf alles Leben sind die stärksten und grausamsten aller Seed. Bituitus wird einer von ihnen genannt. Ihn zu erschlagen ist das ist meine Bestimmung. Er soll sich in der Ruinenstadt Padra im Yashas Massiv eingenistet haben. Mit den Kräften, die mir von den VC gewährt wurden, werde ich die Zerstörung meiner Heimat rächen. Gut, Mission Start. Wozu war das jetzt? Ah, ich muss jetzt wieder ein Stückchen zurücklaufen. War das, ich glaube, kann sein, dass dieses fliegende Etwas da gerade damit gemeint ist. Aber sicher bin ich mir auch nicht. Doch, das ist damit gemeint. Ja, dann wollen wir mal. Wenn das hier so eine Inszenierung ist, dann hoffe ich, dass das Ding mal irgendwas drauf hat, oder? So, wir machen einfach mal Augmentor, Manipulator, dies, das, Ananas. So, wir sind hier auch vergiftet und so ein Scheiß. Total schön. So. Ist aber auch egal. Wir haben jetzt hier nur Depotest und dieses andere Dings da. Death All oder so? Ist genau... Oh ne, das ist nicht das, was wir haben, oder? Ich weiß es irgendwie. Ich lerne es irgendwie nie, was das ist, aber ist auch nicht so wichtig. So. Ich habe gerade festgestellt, ich glaube, ich sollte gar nicht so viel buffen. Denn das Ding ist schneller erledigt, als ich, ja, ein, zwei Dry sagen kann. So, 5 Sterne und besiegt. Gucken wir mal, was wir als Belohnung bekommen. Mission erfüllt. Sanctum Werkstoff Labor. Okay, das ist, glaube ich, etwas, was wir neu am Speicherpunkt holen können. Zur Hölle ist denn das? Huch! Was zur Hölle ist das für ein Ding? Also ich glaube, die haben tatsächlich ihre Bestimmung erfüllt. Okay, was kann ich jetzt mit dieser Kuppel machen? Was sagt das jetzt aus? Gute Frage, nächste Frage, ne? So, Windhalstuch haben wir bekommen. Und können wir jetzt hier irgendwie weitermachen oder sind wir jetzt hier erstmal stuck? Hier sind wir jetzt erstmal stuck. So, ich weiß auch ungefähr, wo wir jetzt hin müssen. Also vom Namen her. Ja, wir müssen nach Valis Mida. ich habe nur keine Ahnung, wo das ist. Deswegen muss ich jetzt, glaube ich, eine Weile suchen gehen. Nee, weiß leider gar nicht, wo das ist. Ja, schon ein bisschen so ein kleines Problem für mich jetzt. Glaube. Ich gucke jetzt erstmal, wo ich mich hin teleportieren kann, wenn ich diese Seath-Statue da mal anhaue. So. Vielleicht lässt sich mir daraus erschließen, wo ich hin muss. Ich denke jetzt aber nicht, aber man kann es ja mal probieren. So, teleportieren. So, wo soll es hingehen? Taijin-Turm, große Steilwand, Werba, ehemalige Siedlung. Ich weiß es nicht. Ehrlich, ich weiß es nicht. Wir waren da auf jeden Fall schon mal, glaube ich. Aber echt kein Plan, wo das war. Ich teleportiere mich jetzt einfach mal nach Werba.
Einfach, das ist einfach nur so ein bisschen so, ja, instinktiv, könnte man sagen. Darf man das so sagen? Weiß ich nicht. Ja, Gut, wir könnten das ja so machen, da dieser Part hier eigentlich so gut wie beendet ist, sage ich mal. Also so gut wie beendet. Könnte ich ja sagen, wir machen ab diesem Punkt dann erstmal ein kleines Päuschen, ja. Und dann sage ich an dieser Stelle einfach mal bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 13. Ich gehe mal gucken. Ich weiß nicht, wo das ist, aber ich werde schon finden. Und bis dahin würde ich es mal sagen, meine Lieben, macht euch noch einen schönen Tag und ja, ciao, ciao.